Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. So, Torpedoarm incoming. Oh, ein paar Torpedos. 6 Stück machen wir erstmal, ne? Ich glaube, ich kann die wahrscheinlich immer nur 3 in so einen Arm reinladen, denke ich mir mal so. Das würde ich ganz gerne auch mal eben ausprobieren. Hier auch nochmal die Upgrades wahrscheinlich eben kurz tauschen. Noch, komm. Echt? Yay! Ah doch, Moment, wir können des Solardingens hier mal eben kurz wegpacken. Dann haben wir auch wieder Platz, um das Upgrade hier, das Tiefenupgrade mal kurz zu entfernen und wieder reinzupacken. So. Jetzt müssen wir den Greifhaken an, den Bohrarm brauchen wir nicht. Packen wir den Torpedoarm nochmal rein. So, wo packe ich die Torpedos jetzt rein? Das probieren wir aus. Nee, ich will nicht die Zusatzmodule angucken. Welcome aboard, Captain. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich keine Unschuldigen hier treffe. Ah, doch. Moment. Nee. Moment. Moment. Links. Oh. Oh, es hält ja lange, was? Cool. Das machen wir nochmal. Oder, haha, nee, haha, ich habe die Idee. Moment, mal eben kurz da oben schwimmen, eben was trinken. Und dann weiß ich auch schon, wie wir damit ärgern. Haha, so. Ja, Greifhakenarm und komm, wir machen uns hier unten mal eben kurz. Wir nehmen mal eben Trinken to go. Eins. Ach, Inventar voll. Gibt's doch nicht. Sowas. Was kann denn mal weg? Die nehmen ja so wahnsinnig viel Platz ein, die Dinger. 1, 2, 3, 4. So, das kann weg. Ja, ich. So, packen wir das auch mal eben weg. Das packen wir weg. Und dann machen wir uns mal schnell was. Ein kleines Trinken. Vielleicht bräuchte ich dir doch mal so einen Stromgenerator. Also so ein Dings. So ein Dings halt. Ich glaube, ich brauche so ein Dings. So ein Dings brauche ich unbedingt mal hier. Na, so ein Wassergenerator. Allein damit ich Salz kriege auch da draus. Sollten wir vielleicht angehen, nachdem... Ich will nur ganz kurz eben mit den Torpedos spielen. Und dann gucken wir mal... So, Greifhaken, incoming, rechts. Vorsicht, Fisch! Ich will dich nicht verletzen. Mach, nicht darunter. Oh. Der braucht so ewig bis... Ah, super. Dann gehe ich halt hier unten lang. Was soll's. Und dann tauchen wir aus nichts auf. Wie Rambo, nur mit einem Torpedo zwischen den Zähnen. Wo ist denn hier einer? Ha. Ja, hallo. Guten Tag. Komm doch mal her. Hier können wir mal eben kurz warten. Und? Ich brauche noch mal ein Zifferkreuz. Was ist disengaged? Oh, der ist aber sauer. Was ist denn disengaged hier? Und warum? Ich kann nicht drauf geachtet nehmen. Was ist das? Wo ist er denn? Da oben ist er. Was? Wie? Lade die Torpedobucht nach. Verlasse das Fahrzeug und lade die Torpedobucht nach? Wo soll die denn sein?
Aha. Oh, echt? Okay. Ach, dann waren da schon. Na gut. Dann müssen wir das so machen. Das ist jetzt, aber auch Spielverderber, ne? In der. Wo ist er denn jetzt hin? Dieser Infizierte. Den würde ich ganz gerne mal ein bisschen anpinkeln. Da oben ist er, glaube ich. Na, wo ist er? Oh. Der ist bestimmt sauer gleich. Na, Schnauze voll? Wie geil. Sehr, sehr lustig. Okay, das Team ist auch, glaube ich, ein bisschen schlecht geworden jetzt. Sieht nach einer Menge. Oh, Junge! Wo ist er denn jetzt hin? Hat sie ihn jetzt ganz weggerissen? Ich sehe ihn gerade nicht mehr. Doch, da oben ist er. Ah, das gefällt mir aber. Das hat was. Wo muss ich denn jetzt hin? Da, ne? Nee. Da. Okay, dann gehen wir mal zurück. Das ist auf jeden Fall cool, muss ich sagen. Oh, Jungs, hallöchen. Na, die sind doch bestimmt gleich wieder ständig auf mich. Warum teile ich den jetzt so weit ab? Will ich gar nicht. Ach komm, kostet ja nur Titan. Ach, jetzt habe ich keine Torpedos mehr, ne? Schade eigentlich. Okay. Wenn man keine Schubanzeige mehr unten hat, ne? Dann ist es natürlich auch schwierig. Ja, Tatsache. Ach, eigentlich bräuchte man auch einen zweiten Torpedo an, wobei, der Greifarm ist ja schon ganz praktisch. Ohne Greifarm wäre es auch schwierig, muss ich sagen. Irgendwann mache ich es nochmal kaputt. Oh, hallo! Zug. Das macht Spaß. So. Ja, wie geil. Okay, das hat sich gelohnt. Der ist lustig, der gefällt mir. So, Scannerraum. Scannerraum, da brauchen wir emaillierte Glas, Computership und Titan. Eins. Ach, wo hatte ich sie denn hingetan? Unten, ne? Hier irgendwo, ne? 2, 3, genau. So, emailliertes Glas brauchen wir. Achso, ein normales Glas brauche ich dafür auch noch. Alles klar. Dann machen wir doch mal eben fertig. 3 Titan und ein Computerchip, ne? Ja. Muss ich jetzt mich auch gleich mal darum kümmern, eben schnell. Hier dürften doch bestimmt neue Melonen nachgewachsen sein. 2 können wir aufnehmen. Na. Was macht der denn da immer? Achso, ich hatte das Messer gar nicht ausgerüstet. Alles klar. Zack, passt. So, jetzt könnten wir den... Ach nee, 2 Computerchips. Jetzt könnten wir den Scannerraum bauen. Quatsch. Wo will ich denn hin? Da war der drin. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen Glas mit. Mann, ich bin hier aber auch. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen Glas mit. Und Titan.
Kapitän haben wir ja auch noch. Hm? Hä? Nehmen wir hier das Glas? Es braucht nur einen Pirscherzahn. Seit wann das denn? Echt? Das braucht nur einen Pirscherzahn, das emaillierte Glas? Okay. Toll. Dann hätte ich ja gar nicht los müssen. Den hatte ich ja hier. Wo bauen wir das jetzt mal an? Das Observatorium. Das wäre ja noch so eine Sache. Hier anbauen möchte ich eigentlich nichts mehr. Ja, eigentlich hier, ne? Hier könnten wir noch ran, würde ich sagen. Und ich war mal überlegen, ob ich... Was wollte ich denn hier machen? Ich wollte hier noch was... Ach ja, ich weiß, was ich machen wollte. Genau, dafür... Och Gott, können wir dir helfen? Was ist denn los mit dir? Komm, du musst da weg. Hallo? Fisch? Gottes Willen, du kannst auch nicht mit dem Kopf durch die Wand wollen. Och Mensch, das arme Ding. Ich hoffe, der löst sich da wieder. Wir können den Scannerraum dann hier anbauen, oder? Ich überlege nicht, dass mir da hier irgendwas im Weg ist. Also wenn ich... Na, da werde ich ja wohl... Nee, komme ich trotzdem mit dem Schiff durch. Nee, das sollte wohl gehen. Dann bauen wir hier ein Glassegment ein. Und dann vielleicht den Scannerraum da dran. Funktioniert das denn da noch? Warum geht der denn da nicht ran? Bitte? Muss der so weit weg? Wieso kann ich den in die Luft hängen hier? Das verstehe ich jetzt nicht. Hä? Bitte? Was macht ihr? Bitte? Spiel? Wo ist denn dein Problem? Du bist ja merkwürdig. Jetzt setz den da doch ran. Kann ich den drehen? Ja, ich kann ihn drehen. Warum macht er das denn nicht? Guck mal. Ja? Was stimmt denn hier nicht? Irgendein Trick? Ich verstehe. Verstehe es nicht. Wieso kann ich den denn hier ins Freie setzen? Warum kann ich den überhaupt überall ins Freie setzen? Das ist ja schon komisch. Dann lass uns das Glassegment nochmal abnehmen. Hallo? Kann man den jetzt nur noch frei hinsetzen oder was? Dann gehört er doch gar nicht zu meiner Basis. Das verstehe ich aber nicht. Okay, dann machen wir das anders. Weil ich es gerade wirklich nicht kapiere. Ich baue das mal an. Warum geht denn das nicht mehr? Ich kann ihn so nicht setzen. Das ist ja merkwürdig. Was? Ich denke, ich habe dir die gute Batterie gegeben. 30 Sekunden. Ja. Habe ich gesehen. Hallo, ich will den Scannerraum jetzt setzen. Das ist ja schräg. Was ist denn das für ein merkwürdiger Bug? Okay, wir versuchen das jetzt anders. Der hat eine ganz komische Form, ne? Bekommen, irgendwie. Vorsicht, Fisch. Moment, kann ich... Also den kann ich daran setzen, so. Okay, das funktioniert. Lass uns das da nochmal testen.
muss es doch hier auch gehen. Guck mal, bis dahin... Ach komm, Leute. Echt jetzt? So geht's dann? Naja, gut, okay. Gut, wenn's dann geht, ist ja in Ordnung. Dann setzen wir hier aber nochmal einen Mehrzweckraum dran. Na nu, jetzt will der nicht mehr? Hallöchen. Ah. Okay, etwas schwierig mit dem Positionieren hier gerade alles, ne? Etwas schwierig mit dem Positionieren. Das gehört übrigens dann zu meiner Innenausstattung, werdet ihr dann auch sehen. So. Scannerraum. Wow. Krass. Geil, der bildet mir hier die Höhlen ab. Wie cool. Wie geil ist das denn? Unglaublich. Scannerraum Hardchip. Gold und Computerchip. Eine Kameradrohne brauchen wir einen Computerchip für. Reichweitenmodul, Quarz und Computerchip und auch Quarz und Computerchip. Wir brauchen also 4 Computerchips. Ja, dann holen wir uns das doch mal eben. 4 Computerchips brauchen wir. Und ich hoffe, dass wir die da auch wieder rausnehmen können. Das gab ja mal das Pro... Moment. Ach shit, ich habe jetzt nur noch 2 Computerchips. Ne? Wir brauchen Silber. Wir brauchen Silber. Ach Mensch. Okay, dann hat man was, worauf man sich dann noch freuen kann. Das ist ja auch nicht schlecht. Dann machen wir das so. Stellen wir uns mal eben kurz eine her. Ich würde ganz gerne... Hat er denn keine Drohne von der... Doch eine Kameradrohne. Heat Area, Kristallinis, Uranit, Quarz. Hier gibt es ziemlich viel, was? Kamera steuern. Okay, eine Kameradrohne hat er ja. Gut, dann brauchen wir dafür ja erstmal kein Upgrade. Für die Kameradrohne. Dann würde ich ganz gerne... Das Geschwindigkeitsmodul ist mir egal. Wir machen jetzt das Reichweitenmodul. Und den Hardchip. Den will ich euch mal zeigen. Falls ich das damals nicht schon getan hatte. So, dann packen wir den rein. Warum geht denn das nicht? Ah, das Reichweitenmodul kann ich auch wieder rausnehmen. Und den Hardchip muss ich wahrscheinlich bei mir reinpacken, ne? Statt Thermometer vielleicht. Ja, genau. So, wie geil. Mach mal zu hier. Und jetzt scannen wir nach was? Heat Area? Nach kristallinen Alum. Wir scannen danach mal. Guck mal, hier sind wir anscheinend, wo der gelbe Punkt ist. Und jetzt wird hier gescannt und ich muss mal eben kurz... Das sieht ja cool aus. Also es sieht ja besonders cool aus hier, weil wir in dieser Höhle sind. Sonst hätte man wahrscheinlich nur ein flaches Bild oder so. Aber größer geworden ist es nicht, ne? Trotz Reichweitenmodul oder doch? Also hier oben scannt er irgendwie ein ganz klein bisschen die Oberfläche. Ach nee, wir sind wahrscheinlich der blaue Punkt. Und die gelben Punkte ist Kristallinis Aluminiumoxid. Das wird es sein. Ich will das mal eben kurz wissen. Wir nehmen mal eben... Nein. Wir nehmen jetzt mal eben das Reichweitenmodul raus. Und ich sehe aber keinen Unterschied. Vielleicht macht sich das nur auf den Scan bemerkbar und nicht auf die Optik hier. Das kann ja sein.
So, da brechen wir mal ab. Wir machen mal Metallschrott, Nickel, Erdschwefel, Uranit, Heat Area. Da wollen wir das scannen. So, pass mal auf. Wir gehen jetzt mal raus. Und jetzt will ich euch das mal zeigen. Da ist die Hitze Area. Das ist jetzt wegen meinem HUD. Wenn ich den Chip rausnehme hier, dann geht das weg. Also seht ihr jetzt ja, ne? Und wenn ich den wieder reinpacke, dann kann ich hier über das Head-Up-Display sehen, was mir der Scanner sagt. Ja, okay, das hätten wir auch von alleine herausgefunden, dass es hier warm ist. Ist mir schon klar. Aber das war halt gerade in der Nähe. Und wir können das nochmal eben mit was anderem machen. Welcome aboard, Captain. Das sieht aber cool aus hier. Gefällt mir richtig gut. Metallschrott. Ja, machen wir Metallschrott. Die kann ja eigentlich keiner rumliegen, ne? Oder Titan. Nimm mal Titan. Titan ist gut. Lass uns nach Titan scannen. Wieder haben wir schon was gefunden. Ernsthaft? Wie kann er denn hier schon Titan gefunden haben? Was macht denn überhaupt unser Stalker? Der Stalk da. Hat er ein neues Ei gelegt? Das soll er nicht. Das ungehinderte Kopulieren. Geht gar nicht. Ach doch, wir sitzen hier auf Titan. Och, naja, wenn das so ist. Können wir ja auch immer gebrauchen. Dann packen wir dich hier doch einfach mal den Bohrarm eben rein. Den Greifhakenarm können wir rauspacken. Nein. Mach mal hier. So. Welcome aboard, Captain. Das habe ich da unten, ist mir das noch nie so richtig bewusst aufgefallen. Aber okay. Dann können wir ja gleich mal davon Gebrauch machen. Warum nicht, wenn es hier vor der Tür liegt? Kann man es ja auch mitnehmen, ne? Aber Metallschrott kann doch hier nicht sein. Da würde ich ja auch ganz gerne nochmal einen Scan laufen lassen, ne? Nach Metallschrott. Nimm auf. Nimm auf. Mal gucken, ob der Kreis jetzt gleich weggeht. Oder ob der da bleibt. Ob das wirklich so ein Live-Scan ist oder ob der nur die... Also bei Metallschrott muss es ja ein Live-Scan sein eigentlich. Ich glaube, ich treffe es nicht richtig, weil es sich gar nicht... Ich weiß, es gar nicht wackelt gerade. Jetzt wackelt es wieder. Jetzt bin ich auch drauf. Ja, jetzt zittert es wieder. Ich dachte, es wäre schon abgebaut, alles. Nee, scheint kein Live-Scan zu sein. Oh, hier ist ja sehr viel Titan im Allgemeinen, was? Ist ja interessant. Na gut, können wir mitnehmen. Jetzt lasse ich das einfach mal so, ohne mich zu bewegen. Eigentlich macht das Spiel das ja von alleine, dass es komplett abbaut. Ich war gerade kurz überlegen, ob meine Gesundheit runtergegangen ist. Also vom Anzug. Aber nee, habe ich mich wohl getäuscht. Das dürfte dem Anzug hier eigentlich auch nichts ausmachen. Es ist schneller, wenn man es zu Fuß aufnimmt, ich weiß.
Aber wozu haben wir das hier? Komm, und den letzten noch. Jetzt will ich den auch noch haben. Und die letzten beiden. Hey. Okay, cool. Und hoch. So. Das passt doch gut. Dann können wir gleich mal den... Ach, wir haben ja noch Nickelerz. Na gut. Ich würde sagen, ich würde ganz gerne mal den Scan nach Metallschrott anschmeißen. Einfach nur, weil mich das interessiert, was er meint, was er da wo finden wird. Hey, wow. Hier ist ja alles voll mit Titan. Was stimmt denn hier nicht? Zeigt er mir den Schrank an? Nein, ehrlich? Jetzt zeigt mir den Schrank als Ressourcenquelle an. Okay, hier ist extrem viel Titan. Gucken wir uns das nochmal an, wie das da jetzt aussieht. Ja, und er scannt immer noch. Krass. Okay, Metallschrott. Was zeigst du mir denn da an Metallschrott jetzt schon an? Hier kann kein Metallschrott liegen. Der zeigt mir doch auf den Schrank, oder nicht? Hä? Ja, nee, das ist mir jetzt egal. Du zeigst doch hier auf meine Basis. Also, liebe Entwickler, meine Basis ist kein Metallschrott. Aber definitiv ist meine Basis kein Metallschrott. Da muss ich direkt mal twittern. Das ist ja gemein. So eine Beleidigung. Wo soll denn hier welcher sein? Ich habe hier nur Quarz. Hier ist kein Metallschrott. Also auch kein Rohr mehr. Glaube ich nicht. Toll, alles Schrott, was ich hier gemacht habe. Guck mal, wie viel hier... Zeigt ihr mir denn jeden Schrank hier an? Das ist ja schwierig. Das will ich jetzt... Na, trinken erst. Ah, okay. Machen wir uns hier. Eins, zwei, passt. So. Dann nochmal schnell was trinken geben. Okay, ich verabschiede mich schon mal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. An den Scanner finde ich ja großartig, ne? Mal gucken. Okay, bis dann. Tschüss.